So, meine Freunde, wir sind an unserem Ziel angekommen und ich bin heute mit dem Cliffhanger. Cliffhanger. Hallöchen. Kommt auch, traut euch. Gero. Hier ist die Kamera. Hier ist die Kamera. Er traut sie nicht. Also, sind heute zu dritt und kommt mal her. Wir wollen den Zuschauern mal die wunderschöne Aussicht und uns zeigen. Kommt näher, kommt näher. Kommt einfach näher. Also von daher, wir haben heute auf jeden Fall eine schöne Tour. Wir sind heute in Frankreich unterwegs und wir werden uns heute drei Sachen anschauen. Ich hoffe, die Zeit lässt es zu. Und ich schlage vor, wir gehen direkt los, oder? Ja. Alles klar. Kommt mal lang. Straight. So, damit ihr überhaupt wisst, was wir uns heute anschauen. Also, wir sind in den Vogesen, oder? Genau, wir sind in den Vogesen. Und hier war vor über 100 Jahren eine ziemlich große Schlacht. Denn hier verlief die Front zwischen den Deutschen und den Franzosen. Und man hat sich teilweise nur 10 Meter in den Gräben auseinander gegenübergelegen und hat sich dann bekämpft. Und hier fanden blutigste Schlachten statt. Und das ganze Areal, wo wir jetzt sind, ist ein frei zugängliches und kostenfreies Museum, Freilichtmuseum. Und das gucken wir uns natürlich an und hoffen natürlich auch, dass wir euch ein paar interessante Insights zeigen können. Und hier geht's auch schon direkt los. Also hier sehen wir einige Kreuze zum Gedenken an die Schlacht. Und da sehen wir auch, dass es ein frei zugängliches Museum ist. Und gibt dann auch ein paar Tafeln, wo man was lesen kann. Leider in Französisch. Könnt ihr das lesen? Nee, ne? Auf jeden Fall Reichsackerkopf, 1914 bis 1918. Und in Summe kann man hier bis zu 2 Stunden 45 verbringen, wenn man den ganzen Weg geht. Also hier sind wir ungefähr wo sind wir? Ah, ja, klar, Col du Sattel. Da sind wir jetzt und man kann dann hier Circuit-Routen kann man gehen. Und ja, wir gucken uns das hier oben mal an und dann schließe ich gleich wieder auf. Also hier Monument à la Mémoire de, also in Erinnerung an die Schlacht von 1914 bis 1918, also Erster Weltkrieg. So, wir sehen hier schon die ersten kleinen Krater, wahrscheinlich 7,5 cm. Alles hier, diese Verwerfungen, sind nicht Menschenhand oder Naturhand geschaffen, sondern Bombenkrater. Das ist ein alter Versorgungsweg hier. Genauso wie dieser hier, das ist alles noch original von damals. Und hier sehen wir einen großen Einschlag. Das wird wahrscheinlich mehr als 7,5 gewesen sein. Also damit ihr so eine ganz grobe Idee habt, wie das damals hier ausgesehen hat. Da oben, wo wir geparkt haben, da wo wir uns gerade einmal alle gezeigt haben, mehr oder weniger, war das Niemandsland. Und wir sind jetzt hier auf deutscher Seite. Und dahinter, also wären wir in die andere Richtung gegangen, da wäre die französische Seite gewesen. Und man hat sich relativ stark belagert. Das bedeutet, das war ja kein Bewegungskrieg wie im Zweiten Weltkrieg, sondern es war eher ein Sitzkrieg, nannte man das, ein Stellungskrieg. Und man hat dann zugesehen, dass man sich möglichst tief eingräbt über mehrere Staffeln nach hinten und hat dann, wenn die erste Reihe niedergekämpft wurde, konnte man dann aus den hinteren Reihen dann noch verteidigen. Und wenn ich hier links und rechts sehe, sehe ich überall noch die Granattrichter. Und die Granattrichter sind dann halt auf deutscher Seite, aber von den französischen Artilleriegranaten. Genau, also das vielleicht ganz kurz zur Einleitung, damit ihr ganz grob ein Bild davon habt, wie das damals hier ausgesehen hat. So, und wir haben gerade aus dem Augenwinkel etwas gesehen und unsere Augen haben sich nicht geirrt. Heb mal hoch. Das scheint, ja genau, keine Granate oder ähnliches. Aber ihr seht, dass wir hier immer noch Relikte aus der damaligen Zeit finden. Bedeutet, es ist nicht komplett munitionsgeräumt, das Gelände, sondern man findet hier immer mal wieder
irgendwelche Sachen. Hier, das scheint von einer Granate, von einem Explosivgeschoss gewesen sein. Es gab ja Granaten, die haben durch ihre Splitterwirkung getötet und andere wiederum durch die Explosionskraft. Und hier, das ist ziemlich dünnwandig, sofern es denn überhaupt von einer Granate ist, wird es dann durch die Explosionskraft gewesen sein. So, wir gucken mal, ob wir hier noch mehr finden. Natürlich vorsichtig. Nicht, dass... Bitte? Hast du was? Ja? Also, wir haben, glaube ich, eine Granate entdeckt. Wir werden natürlich mit dem gehörigen Respekt auf die Granate zugehen. Aber ich glaube, ich habe hier noch einen Tunnel oder einen Eingang. Leute, kennt ihr den Eingang hier? Ist... So, also, wie gesagt, man muss ja wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwo unbeabsichtigt auf eine Granate trifft. Da, der Olli fotografiert sich schon. Also das ist eine 7,5. So sieht eine 7,5 aus. Und wenn die jetzt losgehen würde, dann werden wir alle nicht nach Hause kommen. Ich mache mal noch ein bisschen Licht. Die Frage ist halt, Säurezünder oder... Also wirklich, Leute, das ist nicht witzig. Der ganze Wald ist noch voller Munition. Ja. Und ein altes Seil. Nicht anfassen, ne? Jedenfalls, solange ich hier bin, nicht anfassen, bitte. Ja, das ist von einer Mörsergranate höchstwahrscheinlich. Die Flügel, du hast recht. Ja, das ist das Hinterteil. Und hier haben wir den Kopf. Da. Ja, ich komme. Das ist der Flügel. So Minenwerfer. Ja, genau. Kannst du reinstecken. Aha. Drei so Flügel. Aha. Ganz genau. Hammer. Das sind die Flügel. Aha. Ja, da gehen wir mal. Ja, da gehen wir gleich mal gucken, ne? Da gehen wir. Also bei aktiven Granaten hört bei mir der Spaß auf, Leute. Da möchte ich mein Leben nicht riskieren, aber hier so. Ich komme. Aber bei solchen Sachen hier eine alte Dose, das ist natürlich schon spannend. Und da kann man schon mal genauer hingucken. Wie gesagt, Leute, wir sind hier in einem Museum. Jeder kann hier ganz offiziell hingehen und sich das angucken. Hier haben wir wieder so ein Rohr. Vielleicht ist das so ein Abschussrohr, oder? Aber dafür ist es zu schwer. Dafür ist es zu schwer. Da liegt einfach eine Granate rum, Leute. Und man weiß ja nie, ob die oder wann die losgeht. Weil die ist ja abgeschossen, das bedeutet, die ist scharf. Und je nachdem, es gibt ja verschiedene Zünder, kann die halt nach Jahrzehnten, vielleicht sogar nach Jahrhunderten noch losgehen. Deswegen bin ich froh, dass wir uns da jetzt so ein bisschen entfernt haben. So, Bunker. Bunker. Deutscher Bunker. Zwei, eine ganze... Ui, schaut mal, hier steht sogar was. Ich glaube, das geht auch ohne, ne? IG Bayer Resistant Pionier Kompanie Mai 1917. Und ich kann euch was zu erzählen. Also man hat die Bunker wirklich maximal klein gebaut, weil der deutsche Generaloberst, der wollte nicht, dass die Soldaten sich in Sicherheit bringen. Wirklich nur in äußersten Notfällen, wenn es Stunden oder Tage lang gedauert hat. Guck mal, da geht's doch rein eigentlich, ne? Das wäre der Zugang. Aha. Zu der Galerie, wo wir jetzt gehen. Krass. Also früher war hier ein und Ausgang. Ja. Das ist noch das Sprachrohr. Mhm. Und da drin ist ein Sprachrohr. Ach, das ist ein Sprachrohr. Und das funktioniert ja noch. Wenn du da rein. Ja, sollen wir das mal ausprobieren? Glaubst du? So, also, wir probieren mal das Sprachrohr aus. Also in Deutschland, glaube ich, unvorstellbar, dass sowas frei zugänglich ist. So. Achtung! Oliver?
Oliver? Ja? Sag mal was. Ja, ich höre dich. Es funktioniert. Nach über 100 Jahren funktioniert das natürlich noch. Hammer. Wow. Guck da oben zwischen dem Loch, da ist es gesprengt worden oder irgendwas. Jo. Ah, da vorne haben wir das Sprengloch. Hier, und deswegen ist es eingestürzt. Aber Gerold kennt sich hier aus. Und deswegen werden wir jetzt den Eingang finden. Und überall diese Rohre. Puh, wir sind auf über 1000 Meter. Das merkt man schon, die Luft ist ein bisschen dünn. So, hier Blech. Und jetzt mache ich gleich mal die Kamera aus, damit ihr nicht seht, wo wir lang gehen. Nichts Persönliches, aber wir wollen natürlich diese Orte oder den konkreten Ort, weil das ist ja wie gesagt ein Museum, wollen wir schon geheim halten. So, hier haben wir noch originalen Stacheldraht von damals. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Stacheldraht, den wir zu Hause haben. Der ist richtig stabil und richtig fest. Und wenn der in den Knochen steckt, weil man schnell irgendwie durch musste, dann Prost Mahlzeit. Seht ihr? Also wir haben hier eine Beobachtungsstelle gefunden von einem Beobachter. Und da unten seht ihr Schweineschwänze, sogenannte Schweineschwänze. Da waren die Stacheldrähte drin verheddert. Und die waren dann in den Boden eingelassen. Und mal gucken, vielleicht kommen wir ja gleich noch da runter. Müssen aufpassen, dass wir hier nicht einbrechen. Mega. Und, was hast du? Geil. Ja, ne? Geil. Da wartet die Meute schon. Die haben anscheinend was gefunden. Oh, der ganze Baum ist voll, ne? Aber, ja, das ist auf jeden Fall ein Granatsplitter. Das sind die Röhren von den französischen Dingen mit dem drei, wie heißt die Dinger? Mörser? Mörser? Drei Flügel da, die Minenwerfer. Minenwerfer, ne? Cool, kann sein. Das ist eine MG-Stellung. Ja. Top erhalten. Mhm. War auch verbunden mit der Galerie. So groß ist die? Also, dieser ganze Berg ist ausgehöhlt. Der ist quasi komplett begehbar oder war begehbar, damit man sich unterirdisch bewegen konnte. Weil hier sind pro Stunde mehrere tausend Granaten runtergekommen, wenn es mal richtig heftig wurde. Und wow. Wow. Schaut euch das mal an, Leute. Völlig frei zugänglich. In Deutschland absolut undenkbar. Und denkt immer daran, ich mache das oder wir machen das, damit ihr das zu Hause nicht nachmachen müsst. Oh, hier. Hier geht's auch weiter. Alles unterhüllt. Da vorne ist auch noch ein Eingang. Das bedeutet, Leute, das ist hier einfach alles riesengroß. Und jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie durch das Dickicht durchzukommen. So, die Crew schon drin. So, Leute, also wir sind jetzt einmal hier runtergegangen. Das war damals der Eingang in das Maschinengewehr oder in die Maschinengewehrposition. Und wir können hier noch die Bunkerdecke erkennen. Sehr dick für den Ersten Weltkrieg. Das ist schon fast eine Ausbaustufe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und auch hier wieder IG. Leider kann ich den Rest nicht entziffern. Infanterie-Regiment? Nee, ne? IG ist was anderes. Die Bayern. Ah, die Bayern, okay. So, passt auf eure Köpfe auf. Hier war auch links ein Zugang zur Galerie. Ja. Der ist ja auch mittlerweile verschüttet. Ja. Und hier geht es zu den G-Stellen. Dann folgen wir dem mal. Profi. Kannst du mich einmal freuen? Danke. Holzfassade noch vorhanden. Ja. Oh, alles im Originalzustand. Sogar ein Bitumen oder Bitumenplatten. Feuchtigkeit. Bitumen, ne? Scheibenwege der Feuchtigkeit. Mhm. Hier war die Munition. Ja. Hier war der Standard von 0815 Maschinengewehr. Mhm. Und wahrscheinlich hier die Wasserkühlung, sagt genau. Das so. Und hier weitere Munitionsfach, ne? Genau. Und dann
Erklär mal die Funktionsweise des MGs. Also 0815, Wasser gekühlt. Hier links und rechts die Munition. Und hier war ganz kurz, wo hast du dein Mikrofon? Ich muss es auch ranziehen. Einfach hier vorne an. Genau. So hin. Warte, ich mach's. Brauchst du nichts machen. Einfach. Und der scheiß Schwaben-Akzent da. Der ist super. So. So, dann erklär uns mal ein bisschen, wie das hier damals war. Also wie gesagt, hier war der Zugang mit der Galerie. Hier war MG-Position 0815, links und rechts für Munition. Hier war die Wasserkühlung und hier war die Feindseite. Also hier stand das MG und hier hat man die Front abgesichert. Und die Vegetation war damals noch nicht da, oder? Man muss sich vorstellen, hier stand kein Baum. War alles weg. Entweder durch die Granaten alles zerstört und vorher wahrscheinlich schon abgeholzt. Und was meinst du, ist das für den Verteidiger eher positiv, dass man hier so unten ist? Oder ist das eher Nachteil? Ja, eigentlich vom Nachteil. Von oben nach unten ist es immer besser. Aber ich glaube, die hin mehr die Position. Aha. Und woanders ist natürlich ein anderer wieder zuständig. Ja. Aber ganz oben darfst du auch nicht. Dann wirst du ja erkannt. Mhm. Dann bist du ein leichtes Ziel. Das heißt, ein Bunker ist immer ein bisschen abgesetzt. Ja. Ist ja logisch. Mhm. Wenn du jetzt ganz oben bist. Ja, dann sieht dich jeder. Fernglas, da ist er. Gib ihm. Ja, und es gab ja auch die ersten Flieger, ne? Genau. Im Ersten Weltkrieg. Und da haben wir immer abgesetzt. Man hat ja eh erst geschossen, wenn der Feind gekommen ist. Mhm. Vorher Beobachter, tagelang gucken, was passiert und wann, wenn der Pfiff kam. Und häufig war es ja so, dass die Maschinengewehrnester sich gegenseitig gedeckt haben und man Deckungsfeuer geben konnte, beziehungsweise flankierendes Feuer. Kreuzfeuer zum Beispiel. Ganz genau. Ja, das bedeutet, wir müssten, wenn wir weitergehen, hier mindestens noch mal ein oder zwei. Immer gewisser Abstand muss immer eins gewesen sein. Ja. Granatwerferstellung, MG-Stellung. Und wir befinden uns jetzt hier in diesem Graben, der ist sogar betoniert, ne? Wahrscheinlich war hier ein Schützengraben. Mhm. Der ist wahrscheinlich zickzack runter in den Berg. Mhm. Ja, da sieht man auch noch leichte Strukturen, aber nach über 100 Jahren Erosion etc. Klar, nach dem Krieg wurde es ja auch alles zugeschüttet. Mhm. Aber gesprengt wurde er nicht, oder? Ist er jetzt einfach nur zusammengefallen? Ich glaube, der ist zusammengefallen. Ja, ne? Über die 100 Jahre. Und man sieht das auch hier rückwärtig, wenn man von da oben angegriffen hat, dann ist hier die Decke leicht abfällig. Und das passt sich natürlich perfekt der Umgebung an. Wir haben die von oben gar nicht gesehen, die MG-Stellung. Und genau so sollte das natürlich auch damals sein. Aber man sieht es ja, perfekt erhalten. Ja. Über 100 Jahre alt. Und es ist noch wie damals. Und auch nicht zerstört. Also man sieht hier keinen direkten Treffer. Und der Unterschied ist, die Deutschen hatten schon betonierte Stellungen. Mhm. Die Franzosen hatten nur aus Holz. Ah. Darum ist von den Franzosen in die Vogesen nicht mehr so viel übrig. Verstehe. Verwest ja alles. Ja, und es bricht irgendwann zusammen. Genau. Deutsche haben ja, sagen wir, im Ersten Weltkrieg das mit dem Beton richtig praktiziert. Mhm. Aber auch nicht an jeder Front. Ne? Ich war an der Somme und in Ypern, da hatten die Deutschen auch noch klassisch die Holzgräben. Klar, da war der Wechsel zu schnell. Aber hier in die Vogesen war es ja eher eingefroren. Mhm. Ja, hier gab es keine großartigen Geländegewinne. Ne? Hartwaldsweiler Kopf drüben, da gab es. Ja. Und die großen Geländegewinne, beziehungsweise die Schlachten, wurden ja an der Somme und in Verdun und in Ypern dann geschlagen. Und da hat man versucht, dann mit Massen von Menschen versucht, die gegnerischen Stellungen dann aufzubrechen. Cool. Was gucken wir uns jetzt an? Jetzt geht's rein. Jetzt geht's rein? Jetzt geht's rein, Leute. Also seid gespannt. So, hier haben wir auch wieder ein Schrapnell. Also dann sind diese Röhren tatsächlich Geschosshülsen. Nicht Hülsen, Entschuldigung, Geschosse, die nicht aufgeplatzt sind. Die hier sind aufgeplatzt. Weißt du zufällig, ob hier auch der Gaskrieg geherrscht hat? Nee, nee. Hier war kein Gaskrieg, kein Gas. Nur und das Sommer und so. Also es ist wirklich sehr unwegsam, das Gelände. Und hier liegt überall noch Kriegsschrott rum, Leute. Kleiner Appell an die Jungs, die vielleicht mit dem Sondelgerät durch die Gegend laufen. Oder an die sehr jungen Menschen, wenn ihr Munition oder Kriegswaffen findet irgendwo, nehmt die nicht mit nach Hause. Die kann auch nach so vielen Jahren noch richtig gefährlich sein. Und wenn ihr damit erwischt werdet, Leute, das ist kein Zuckerschlecken. Das sind Kriegswaffen
Und damit stehen die unter dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Und deswegen Aneignung oder Bewegung absolut strafbar. Macht das nicht, ihr kommt in Teufels Küche, seid vorbestraft und alles. Deswegen lasst auf jeden Fall die Finger davon, auch wenn ihr mal Sonne geht oder so. Am besten Bombenräumkommando, also Kampfmittelräumdienst, anrufen, wenn ihr schon nach Kriegsschock sammelt. So, meine Freunde, auch hier wieder irgendein Topf von einer Granate. Die liegt hier einfach so rum. Mit der Flasche. Häufig stehen da ja Jahreszahlen drauf. Aber in dem Fall nicht. Und da sind überall Eingänge. Aber Gerold kennt sich ja hier aus. Der kennt den Spezialeingang. Und den nehmen wir gerade. Der wird gerade freigegraben. Wie mir das Salz zuwirft. Super, gell? Danke fürs Aufräumen. Okay. Kannst du die Knoten? Da geht's jetzt rein. Hat den Knoten jetzt haben. Warte mal, lass mich mal hier durch. Sonnenschicht. Dankeschön. Aber hier ist so ein Gewürbe drin. Wir nehmen am besten die Seite und schmeißen die andere Seite rum. Da müssen wir jetzt rein, Leute. Da geht's jetzt rein. Mit Seil. Olli, hast du Bock? Sigi. Ja, Sigi, sieht man dir an. Alles, was mit Seil und Leica und so zu tun hat, habe ich Bock drauf. Und ich habe natürlich auf euch gehört, Leute. Wie viel brauchen wir? Was sagst du so? Mal lieber ein bisschen mehr, ne? Nimm mal das hier. Warum krabbelt mir das verloren? Wird. So, letzte Worte. Ich gehe nur noch mit den lieben Jungs auf Tour. Ja, dann vorsichtig sein. Halt dich schön fest. So. Setz dich drehen. Ja, besser drehen. Ui! Ja, er ist drin. So, ich werf dir mal meinen Rucksack zu, oder bist du noch nicht drin? Warte. Geht? Mach ein Video, oder was? Nee, jetzt lass die Rucksäcke. Ups. Hier, meiner auch noch. Nimmst du mit dem Handy auf? Ja, nicht mit meinem. Ja, hier. Erste Gasdinger. Jo, wahrscheinlich gleich noch mehr rausgefallen. Wer ist jetzt der Zweite? Mir ist egal, wer. Ich, dann füllst du. Ja, komm. Dann guck ich. Wie muss ich jetzt machen? Einfach nur draufhalten. Und einen Schritt zurückgehen am besten. Hey, ich an. Ja. Warte mal, damit du. Drück mal mit dem Finger drauf. Genau, damit du aussiehst. So, versuchen immer das Gesicht drauf zu haben. So, letzte Worte, Leute. Ja, Seil ist auf jeden Fall gut, sonst kommt man nämlich nie mehr raus. So, Kamera. Danke. So, Leute, wir sind jetzt in der Stellung drin, in der Galerie. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Man macht das nicht zu Hause nach. So. So, ich drehe das mal, damit ihr mal Gefühl habt, wie weit das auch runter geht. Leuchtet mal. Alter. So, dann kommt der nächste direkt, bringt die ganzen Steine mit. Leuchte mal hier aus. Ja, wow. Guck mal rechts. Ich guck gleich rechts. Ich muss erst mal einmal ankommen. Ich war schon fast eine Maske, ne? Wow. Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Da kommt noch der Oliver.
der Kniffinger. Ja. Hi Leute. Hi. So, Gasmessgerät haben wir mitgemacht. Das machen wir jetzt noch an. Und dann einmal akklimatisieren. Einmal die Lampe rausholen. Also wie gesagt, Leute, das ist jetzt hier gar kein Spaß mehr. Das ist auch schon für uns eine Grenzerfahrung. Das können wir auch nur machen, weil Gerold schon mal hier war. Und jetzt kriege ich meine dumme Tasche nicht auf. Oliver? Ja, bitte. Kannst du mal meine Tasche öffnen? Es ist doch so einfach. Gasmessgerät funktioniert. Sauerstoffgehalt ist super. Und da geht's lang. Und wir gehen aber erstmal hier lang. Und hier sehen wir Blech und Stoff oder Bitumen. Es lohnt sich hier auf jeden Fall immer auf den Boden zu gucken, Leute. Hier ist Ende. Waren vielleicht die Schlafgelegenheiten. Die Wellblechpappe oder das Wellblech gegen Splitter. Hier sehen wir sogar noch ein komplettes. Und dann gehen wir jetzt so. Normalerweise ist ja Zweiter Weltkrieg mein Steckenpferd, aber mittlerweile immer interessanter. Auch der Erste Weltkrieg könnte ein Ofenrohr sein, eine alte Isolierung. Also hier können wir Geschichte wirklich noch erleben, wie sie damals geendet hat. Wo sind wir jetzt hier? Das war ein Bundesstand, dahin die gehaust und der Bombenangriff war. Ah, also, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, das ist ein Unterstand. Wenn der, was ist das? Eine Hülse, ne? Eine Hülse. Ja. Die Hülse, das ist überall geschadet. Jo. Welche, Oliver? Die. Ach nein. Ja. Da waren welche so nett und haben es für uns drapiert. Kartoffelstampfer, Handgranate von den Deutschen, jo. Schon mit dem Holzstiel. Mhm. Das ist... Hier das gleiche. Da unten war die Schnur, wo sind so hin. Auch wieder Hülse. Patronenhülse, Türschloss. Auch nochmal deutscher Kartoffelstampfer, Handgranate. Wow. Spaten. Hier hinten. Pfanne. Auch noch sich verletzen. Es lohnt sich immer zu gucken, was hier auf dem Boden liegt. Das ist Kohle, ne? Das wir hier auf dem Boden finden. Das ist ja, Kohle, ne? Kohle, ja. Das bedeutet, die haben ja so ein Feuer gemacht. Vielleicht finden wir hier sogar 0-0. Auch hier drin. Oh, Alter, das ist. Hier drin Haken. Patrone. Das ist schön ausgeklappt mit Beton. Hammer, ne? Ah ja, guck mal hier oben. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Da ist noch ein Nagel. Ich komme sofort. Das müssen wir uns hier noch mal anschauen, Leute. Schaut mal hier. Das ist Geschichte pur. Das ist wirklich Geschichte pur. Wenn man hier graben würde, glaubt mir, du würdest noch viel, viel mehr finden. Alter Nagel. Von diesen um die Ecke Gewehr. Das legen wir auch noch schön mit dahin. Falls noch mal jemand kommt, dann wird er das hier auch finden. Boah, das ist so warm. Ich wollte erst noch eine Jacke mitnehmen. Oh, hier ist das ist von dem Kamin, ne? Ja. Hier ist noch ein Sprechrohr. Ach, hier, ein Sprechrohr. Damit konnte man kommunizieren. Mit den jeweiligen Positionen. Und das haben wir gerade von oben gesehen. Das hat man hier versandet.
oder zugeschüttet. Und das war die Position, die Galerie, wo die Soldaten früher gelebt haben, beziehungsweise sich geschützt haben, wenn oben die Granaten einfach nur noch fielen. Unvorstellbar, oder? Unvorstellbar. So, ich guck mal ein bisschen, ob wir hier was finden. Aber nein. So, wir gehen gleich wieder zurück und dann melde ich mich nochmal. Auch hier noch ein Sprechrohr. Dann haben wir auch noch irgendwas gefunden. Scheint irgendwo drin gewesen zu sein. Ah ja, das ist von der Tür. Von einer Tür ist das. Hier ist es schon Holzkohle geworden. Da muss man immer aufpassen, weil CO2 entsteht aus vermodertem Holz. Und das riecht man nicht und das ist so gefährlich. Deswegen habe ich auch dieses Gasmessgerät mitgenommen. Sauerstoff 20%, alles andere ist im Normbereich. Aber hier gucken wir auch nochmal, ob wir was finden. Aber hier ist nichts zu finden. Nicht mehr der Blick zurück. Also das bringt mich schon an meine Grenzen, was das Thema Videoaufzeichnung angeht. Weil es hier wirklich sehr beengt ist, sehr staubig. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Ja, da ist der Ofen. So, Stacheldraht. Also, vor ein paar Jahren hat man hier noch Munition gefunden. Die wurde dann geräumt. Und hier ist der Ofen. Wir haben hier gerade die Kohle gesehen. Und hier ist der Ofen dazu. Wow. Unten ist das Rost. Da waren sogar Steine mit eingearbeitet, damit die Hitze blieb. Wow, das ist schon bemerkenswert. Boah, ist das warm hier drin. Hier von dem Ofen zum Stochern. Und hier wird es tatsächlich ein bisschen eng. Hier hat man auch zugeschüttet. Und überall diese Isolatoren. Hier war höchstwahrscheinlich dann Beleuchtung gespannt. Kommst du? Kommst du? Ja. Gut. So, das war alles zusammenbleiben. Das ist wichtig hier in dem Bauwerk. Die waren zwar schon mal hier, aber muss ja trotzdem nicht sein, dass wir uns hier trennen. Auch hier wieder zu. Die alte Holzverschalung. Und da geht's runter. So, ich wechsle mal kurz den Akku und warte dann in dem Moment auch mal. So, Akku gewechselt. So, hier sind sogar noch die alten Treppen. Aber auch nur bis zu einem gewissen Maße. Hier ist alles versandet. Boah, das geht ja noch weiter. Was ist das? Sprengfalle? Nein, das ist ja ein verbrauchter Stromkabel. Das ganz, man sieht das, also das ist ganz frisch betoniert. Das stimmt. Das war hier drüber gelegt, ne? Ja. Das ist ja ganz viele Isolatoren. Genau, die liegen hier überall rum. Hier stand Sackgasse, also hier waren wahrscheinlich auch so Unterkünfte, wo sich die. Ja. Also hier werden wahrscheinlich die Unterkünfte gewesen sein, wenn sie denn mal hier übernachten durften. Überall diese Zacken hier, ne?
die haben halt, die waren wahrscheinlich hier, die haben halt alle rausgenommen. Das ist ja auch ein Holzbock zum Halsen. Das ist wahrscheinlich die Bevölkerung rausgeholt. Mhm, wie im Zweiten Weltkrieg, ne? Hier war auch ein Zugang. Ja. Die Unterkunft gucken wir uns gleich noch mal an. Wir gucken uns, gehen erstmal komplett rein. Genau. Hier ist verschüttet. Also Leute, ich habe tatsächlich bisher nur ein YouTube-Video gesehen. Und ich glaube, es waren auch noch nicht viele Menschen hier drin. Was auch immer das ist hier. Deswegen, das, was ihr hier gerade seht, ist wirklich, wirklich, wirklich rar. Und das erzähle ich nicht nur, weil ich hier euch irgendwelche Märchen erzählen möchte. Ich glaube, da sind Schriften drauf, oder? Hier auf jeden Fall, schaut mal. Da. Ah nee, das sind Kratzspuren. Das sind Kratzspuren. Also hier waren noch nicht viele Menschen drin. Deswegen werden wir das ja auch wirklich in Ehren halten. Und bitte von jeglichen Anfragen bezüglich Standort absehen. Da ist wieder Ende. Hier haben wir noch ein originales Glas von damals. Und ich weiß nicht, ob ihr meine Videos schon länger guckt. Wir lassen immer alles da. Alle Relikte lassen wir hier für die Nachwelt und natürlich, weil diese Stätten auch nicht verändert werden sollen. So, hier nochmal der Blick auf die wahrscheinliche Unterkunft. Aber genau wissen wir es nicht. Rechts noch einen Gang, glaube ich. Gesten, die sagen wir dazu. Wow. Alle machen. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Also da waren früher die Karten drüber. Da vorne habt ihr ja gesehen, gab es einen Haken, genauso wie hier. Und das ist wirklich richtig massiv. Ja, die Isolatoren, wie gesagt. Das originale Holz mit den originalen Nägeln. Auch hier wieder. Was das für eine Arbeit gewesen sein muss, hier den Tunnel vorzutreiben. Ja, und schaut mal hier. Will ich gar nicht anfassen, nicht, dass das so kaputt geht. Schaut euch das mal an. Da seht ihr auch die Funktionsweise der Isolatoren. Da war das Kabel drüber gespannt, mehrere Laken. Und dann wurde das hier, den gesamten Gang, hier unten liegt es noch auf dem Boden, wurde das dann fortgeführt, um Licht zu haben. Aber vielleicht war es auch Kommunikation, ne? Ja, Kommunikation. Eher Kommunikation. Die hier, ne? Stimmt, da hingen die Laternen dran, ne? Ja. Petroleum. Das ist sehr gut möglich. Boah. Also auf der rechten Seite wird dann wahrscheinlich Kommunikation gewesen sein, damit man die Truppen befehligen konnte. Auch hier wieder schönes Detail. Fledermaus. Wichtiger Hinweis, wir sind außerhalb der Fledermaus-Schutzzeit. Trotzdem wollen wir die Tiere jetzt nicht stören, deswegen geben wir das Minimum an Licht drauf und gehen natürlich schnell weiter. Auch hier wieder Befestigung für die Öllampe. Und hier seht ihr, das ist gar nicht so ungefährlich. Und da ist, glaube ich, Ende. Man könnte noch drüber. Doppel-T-Träger, auch hier wieder für die, und hier so ein Haken für die Lampen.
Also ganz viele Beschlagteile. Und hier ist ein Ende. Zu. Diese ganzen Sachen habe ich schon oben gesehen. Und auch hier, das ist nicht verbrannt, Leute, das ist über die Jahre vermodert. Und da können dann wirklich giftige Gase entstehen, aber das Gasmessgerät schlägt nicht aus. Von daher ist alles okay. Oh ja, da hinten. So, gucken wir noch mal einmal hier. So, und hier riecht es nicht gut. Aber das Messgerät schlägt nicht an. Aber müssen wir trotzdem nicht weitergehen. Also hier ist für uns Schluss an dieser Stelle. Das wird dann auch zu gefährlich. Wie ihr seht. Ne, das ist das Ende hier. Ja, hier haben wir eher das Problem mit Gas, Olli. Da vorne wegen des Holz. So, Leute. Scheiße, warm hier drin. Also es ist mega warm hier drin. Wir sind hier am Ende der Galerie angekommen. Ich bin mega am Schwitzen. Hat's dir gefallen? Ja, ist geil. Wie oft warst du schon hier? Das zweite Mal. Und hast du neue Sachen gesehen oder? Na, das erste Mal war schon geil. Ja? Okay. Alles klar. Also wir gehen jetzt langsam raus und dann sehen wir uns quasi am Ausgang wieder. Und dann werden wir gemeinsam den Weg hochgehen. Bis gleich. Ja, also bin leicht am Schwitzen. Es ist richtig warm hier drin. Wir sind jetzt alle aufgeschlossen. Und jetzt gehen wir an der Leiter bzw. an dem Seil hoch. Und ich werde hinten die Nachhut sein, damit wir auch alle gesund rauskommen. Also in diesem Sinne, wir sehen uns am Ausgang wieder. Was denn? Munition bei mir. Haben wir Munition? Die schaffen wir jetzt. Hi. So Leute, da gehen wir jetzt raus. Warte mal, warte mal, warte mal. Oi. Guck mal. Oi. Mit Führungsring. Mit 7,5 französisch. Das ist der Führungsring. Und die Granate. Die scheint aufgegangen zu sein. Das Schwarzpulver ist noch teilweise da drin. Oh, unglaublich. Ich glaube, das ist noch mal ein schöner Fund, Leute. Schaut mal. Mega. Die ist hier reingerutscht. Über die Jahre. Irgendwelche letzten Worte? Ich hab euch alle lieb. Das ist gut. Dann also, man sieht sich oben. Bleibt gesund. So, also ihr seht, da müssen wir gleich durch. So, du gehst als nächstes? Mhm. Sehr gut. Ich bin die Nachhut. Habt ihr schon festgemacht, ne? Den Rucksack, sehr gut. Ist der zu? Kannst du einmal gucken, ob der zu ist? So, und ich nutze mal die Gelegenheit, hier noch ein bisschen rumzustochern. Ja, dann bis gleich. Noch ein letztes Bild. Viel Spaß. Also, ja, den ziehen wir gleich hoch. Jetzt geht's ab. So, ab hoch mit dir. So, ich bin der Letzte. Ziehen wir aber vorher noch Handschuhe an.
So, und ich hoffe, das kleine Abenteuer hat euch ein wenig gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich werde mir auf jeden Fall mehr Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges anschauen. Finde ich richtig spannend. Und tatsächlich kann man teilweise noch mehr entdecken als in den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges. So, jetzt checke ich noch mal, ob die Rucksäcke zu sind. So, die sind zu, der ist zu. Und jetzt versuche ich mit euch gemeinsam da hochzugehen. Da müssen wir hoch. Ich weiß nicht, ob ich das freihändig schaffe. Nee, ich muss tatsächlich leider die Kamera und die Taschenlampe weglegen. So, also, da sind wir jetzt raus. Also ohne Seil definitiv nicht möglich. Und immer noch am Schwitzen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Wir haben jetzt. Uhr ist tot. Wie viel waren wir es? 12:06. 12:06. Also haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit. Und Licht spielt auch noch mit. Also bis gleich. Das ist auf jeden Fall nochmal interessant. Der ganze Baum ist voller Stacheldraht. Könnte also sein, dass es den damals schon gab. Seht ihr das? Das ist eingewachsen. Teilweise jedenfalls. So, ich habe hier noch einen alten MG-Stand gefunden. Und was steht da vorne? Was ist das denn? Was ist das denn? Leute, was ist das? Also wenn ihr eine Ahnung habt, was das ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist das hier eine alte Stellung. Und überall verschachtelt hier. Hier hat man auch gegraben, also die Sonnengänger waren auch da. Und haben hier alles abgesucht. Die richtige Schneise runter und da geht's hoch und da gehen wir auch lang. Da ist noch ein Dach. Also alles voller Stellungen und Granattrichter. Auf Toilette gegangen, also am Straßenrand. Bin nur 2-3 Meter reingegangen und habe Munition gefunden. So, Oliver! Ah, okay. Da lang. So, also wir befinden uns jetzt wieder auf der offiziellen Tour. Gerade waren wir ein bisschen abseits. Und jetzt werden wir vielleicht noch ein paar Dinge sehen, die hier vom Museum bzw. von der Organisation zur Verfügung gestellt werden. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall kann man das auch locker mit der Familie machen. Also nicht das, was wir gerade gemacht haben. Aber grundsätzlich diesen Wanderweg, der ist jetzt nicht übermäßig anstrengend. Und wenn man mal so ein bisschen links und rechts am Wegesrand schaut, dann findet man noch viel Stacheldraht und noch etliches andere Zeugs. Man sollte aber festes Schuhwerk anziehen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ja. Nein. Also, wir sind jetzt gerade am Museumsteil, wie schon erwähnt. Und Gerold sagte gerade, wir sind hier am Minenwerfer. Bin ich mal gespannt.
Hier drin war der? Ja. Ah. Nicht schlecht. Das bedeutet, wie wir wissen, hier war deutsches Gebiet. Und er hat dann hier über den Berg geschossen auf die gegnerischen Einheiten. Und da dachte ich schon, liegt weiteres Metall. So, da kann man rein. Dann machen wir das natürlich auch mal. Und immer schön auf die Füße achten. Weil es ist auf jeden Fall rutschig und glitschig. Haben wir hier wahrscheinlich. Ach ja, das ist der Minenwerfer. Leider hat jetzt jemand kaputt gemacht, wahrscheinlich mit einem Stein oder so. Darf ich mal deine Taschenlampe haben? Dankeschön. So, wir gehen mal rein. Und das ist alles Original, Leute. Original Erster Weltkrieg. Wir haben hier sogar noch die Originalschrift. Erbaut von Pionierkompanie 22. So. Und ich glaube, wir können wahrscheinlich gleich hochgehen, ne? Ja, genau. Hier wird wahrscheinlich die Munition gelagert. Geocache. Haben wir den verraten, ne? So, das originale Holz. Marvel. Von vor über 100 Jahren. Und hier stand der Granatwerfer. Und hat hier steil hochgefeuert. Original. Überlegt mal, Leute, wie man das damals schon berechnen konnte. Die Leute, die damals gearbeitet bzw. gedient haben. Unvorstellbar. Also, das ist Geschichte, meine Freunde. Das ist hier wirklich echte Geschichte. Und Gerold hatte ja gerade gesagt, dass die Deutschen schon mit Beton gearbeitet haben, die Franzosen halt nicht. Und hier war die Munition gelagert. So, wir gehen wieder raus. Guck mal hier. Hier war eine Tür drin, ne? Oder? Vielleicht. Ja. Guck mal, die waren. Ach, guck mal, die wurde nach links oder rechts geschoben. Ja. Genau, das war eine Schiebetür. Und deswegen auch die Einkerbungen. Ja. Die haben auf jeden Fall versucht zu treffen, waren auch nah dran. Aber wirklich getroffen haben sie nicht. Und guck mal, überall Steine, damit das mit der Umgebung eins wird. Wow. Also da sieht man das richtig. Hier hat es richtig gescheppert. Und die haben versucht, diese Position zu treffen. Haben sie aber nicht. Wir gucken uns mal so einen Krater von nahem an. Und das sind vielleicht keine 16 Meter. Also unfassbares Glück, dass diese Position noch ganz geblieben ist. So, wir sind wieder bei einer MG-Stellung 0815. Wieso heißt das nochmal 0815? Observatorium. Observatorium, also Beobachtungs-Beobachter. Für einen Beobachter. Da haben die drin gestanden, Leute, und haben dann das Niemandsland beobachtet. Und hier sehen wir das, was auch eigentlich sein muss, dass man nach unten schaut. Die waren zwar genau auf der Kante, aber trotzdem konnten die nach unten schauen. Und das ist die. Und hier sehen wir sogar noch einen Schweineschwanz. Da war Stacheldraht drum gewickelt. Ja, vielleicht sogar eine, wo wir waren, ne? Ja, die ist verschüttet. Komplett verschüttet, hat das Museum natürlich hier aus Sicherheitsgründen zugeschüttet. Ich glaube, hier ist ein Eingang. Ja, aber ich glaube, ich habe einen Eingang gefunden. Aber der ist hier. Ja, ich komme. Hier. Ja, ich komm. Und ich glaube, da ist ein Eingang. Da. So. Jo, der ist alles voller Stacheldraht. Den hat man vorher reingestopft, damit man
Ja. Wahrscheinlich die ganzen Granaten und die Galerien rein. Ja. Wahrscheinlich alles voll da drin. So. Und hier, das ist Farbe? Da auch. Warte mal. Hier, ne? An der Wand. Ja, links davon. Links. Jo, da. Das ist krass, die originale Wandfarbe noch. Ja, dann bröckelt die ab. So, und hier hat man durchgeschaut. Konnte da beobachten. Hier konnte man durchschauen, aber man konnte auch. Oder meinst du, hier war Wellblech? Hier war Wellblech drauf, ne? Ja, das war da mal zu, Leute. Und dann hat man hier durchgeschaut. Oder hier. Und hat das feines Land dann hier beobachten können. Jo, aber wieso ist der hier? Ja, das kann sein. Und der Stacheldraht. Jo, spannend. Leute, stellt euch das mal vor. So Leute, ich kann es nicht lassen. Ich muss immer abseits der Wege gehen und hier habe ich weitere Stellungen entdeckt. Boah. Und auch Wellblech und andere metallische Strukturen. Die möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ja, Wellblech. Alles voll. Nochmal. Hier ein französischer Soldat, 1915 gefallen und 2004 wurde er hier gefunden. Ja, das kennen wir aus dem Hütgenwald auch. Das Jahrzehnte teilweise nach dem Krieg und hier, das sind ja fast 100 Jahre, dass hier immer noch Gebeine von Soldaten gefunden werden. Und dann stellt man hier natürlich ein Kreuz auf. Und hier wird vielleicht der Bereich gewesen sein. Auf jeden Fall finden wir hier noch einen Schweineschwanz, einen Beschlag und noch ganz viele andere Sachen. Also Geschichte zum Anfassen. Da vorne ist auch noch eine Stellung. Alles voller Sch- ja. Da ist ein Unterstand. Sieht man da was? Kann man da reingucken? Aber da fehlen ein paar Stufen, ne? Ja, es könnte ein Wasserbunker sein. Ne? Das Beobachter? Fallt da nicht rein, Leute. Oliver, darf ich mal kurz deine Lampe? Mach die wieder zu. Wenigstens einmal einen Blick reinwerfen. Da ist es aber zu. Ja, da müsste man sich reingraben. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Und auch nicht die Lust. Oh. Oh. So, natürlich machen wir alles wieder zu. Versteht sich auch von selbst. Alleine wegen der Tiere. Granaten finden. Warum nicht? Die gehen immer. Ach so. Und so sind immer blöd. Ja? Gut. So, hier. Hier haben wir einen Bomben. Habt ihr den gesehen? Ja. Hier. Ja. Okay. Danke. Also, Gerold sagte gerade, man wird auf der französischen Seite keine Granaten finden, weil die haben alle funktioniert. Da gab es keine Blindgänger. So, damit ihr mal eine Idee habt, da waren wir gerade. Das ist das Niemandsland. Und da ist schon französisches Hoheitsgebiet. Da waren die Franzosen. Und da sieht man leider nicht mehr viel, weil die alles aus Holz gebaut haben und die ganzen Stellungen sind schon versandet. So, wir machen uns jetzt aus dem Staub. Wir haben noch zwei Pins vor uns. Ich hoffe, die schaffen wir auch. Ich bin jetzt schon gut am Ende. Also, ich lasse noch mal die Drohne fliegen für ein paar schöne Aufnahmen. Und wir sehen uns dann gleich wieder oder im nächsten Video. Tschüss, tschüss.